What's up, Ladies and Gentlemen, und herzlich willkommen zu einem erneuten Black Ops 3 Video. Heute habe ich wieder 5 Dinge für euch, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet in Black Ops 3. Das ist jetzt schon die zweite Folge einer Serie von mir. Die erste Folge ist natürlich wieder in der Videobeschreibung verlinkt oder oben auch in der Infokarte. Wäre sehr geil, wenn ihr dort auch nochmal abchecken würdet, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und heute zeige ich euch wieder 5 kleine Sachen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Vielleicht wisst ihr auch ein paar Sachen, seid mir da auf jeden Fall nicht böse, ich kann euch ja nicht in die Köpfe reinschauen. Kommen wir direkt zur ersten Sache, die ihr vielleicht noch nicht kennt, und zwar hat das mal wieder mit der Map Nuketown zu tun. Und zwar kennen wahrscheinlich alle dieses kleine Willkommensschild hier auf Nuketown, wo auch drauf steht, wie gerade die Population auf Nuketown ist. Ihr seht hier, ich bin alleine auf der Map und sozusagen ist dann auch nur einer natürlich am Leben in Nuketown. Was viele aber nicht wissen ist, dass wenn man jetzt hinten dran in das Haus reinspringt und dort mal in das Regal reinblinzelt, sieht man einfach das Originalschild aus Black Ops 1 und dort das Geile ist, dass auch hier noch die Population drauf steht. Das heißt, wenn ihr jetzt in einem Match seid und ihr könnt ja mal testen, Team Deathmatch und so, und seht dann zum Beispiel, sind jetzt 12 Spieler in der Lobby, dann steht auch hier auf diesem kleinen Schild unten Population 12. Auf jeden Fall wieder eine sehr geile kleine Sache zum Wissen und auch ein bisschen nostalgisch, weil hier das Black Ops 1 Schild ja einfach legendär ist. Die zweite Sache ist wieder ein kleiner nützlicher Tipp, was man alles mit den Trophy-Systemen anstellen kann. Auch letzte Folge habe ich euch schon 2 Varianten gezeigt, wie ihr mit den Trophy-Systemen euch gut verteidigen könnt. Und heute habe ich noch etwas rausgefunden, und zwar wehren die Trophy-Systeme auch den Raketenwerfer ab. Mein Kollege schießt hier mit der XM53 auf mich und ich habe hier 2 Trophy-Systeme vor mir stehen und das Ding prallt einfach daran ab. Das heißt hier mal wieder das Beispiel, dass die Trophy-Systeme nicht nur für Granaten gut sind. Die dritte Sache ist wohl eine etwas bekanntere Sache, und zwar kann man eigentlich ganz easy die Hellstorm abschießen, was finde ich ein sehr geiler Tipp ist, weil wenn ihr hört, der Gegner hat eine Hellstorm und ihr schaltet einfach nur nach oben, könnt ihr die Hellstorm ganz gechillt abschießen. Die braucht auch gar nicht so viele Schüsse, ihr seht ja im Hintergrund, ich habe hier glaube ich nur 2, 3 Schüsse mit der Kuda getroffen auf die Hellstorm und das Ding ist sofort explodiert. Bei der vierten Sache geht es um die viel unterschätzte Spezialistenfähigkeit Zeitsprung, und zwar gibt es da auch ein paar kleine Tricks, die euch auf jeden Fall mal den Arsch retten können. Auch wenn es nicht oft vorkommt, kann es schon mal sein, dass eine Semtex an euch haften bleibt. Aktiviert ihr dann den Zeitsprung, fällt die Semtex ganz einfach von euch ab. Habe ich so vorher auch noch nie gesehen, aber auf jeden Fall sehr, sehr geil zu wissen. Kommen wir direkt zur fünften Sache und damit auch heute die letzte Sache für das Video, und zwar mal wieder ein Beweis dafür, wie stark eigentlich die Unsichtbarfähigkeit vom Spectre ist, vor allem in S&D und sowas. Ihr seht nämlich hier, ich habe das Perk aufgespürt ausgerüstet, das heißt, ihr seht hier die Fußstapfen. Wenn mein Gegner aber jetzt hier die Unsichtbarfähigkeit aktiviert, verschwinden die Fußstapfen einfach und ich habe keine Ahnung mehr, wo er hin ist. Das heißt nicht nur hier, dass der Charakter unsichtbar wird, sondern auch das Perk aufgespürt wird extrem gut durch die Unsichtbarfähigkeit vom Spectre gekontert. Das war es auch schon wieder vom heutigen Video zu 5 Dingen, die du noch nicht kennst in Black Ops 3. Ich hoffe, es war auch was dabei, was ihr noch nicht gekannt habt. Black Ops 3 ist ja jetzt schon ein bisschen länger raus. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, was zu finden, was die Leute noch nicht so kennen. Falls etwas dabei war, dann schreibt es mal in die Kommentare. Oder falls ihr noch etwas wisst, was ein bisschen unbekannter ist, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und das wird dann natürlich ins nächste Video aufgenommen. Checkt auf jeden Fall noch die erste Episode ab. Liked, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, ihr freut euch auf den 3., 4. und vielleicht 5. Part. Mal sehen, wie viele Sachen ich so noch rauskramen kann. Und dann sage ich mal, hasta la vista, meine Freunde. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis zum nächsten Part. Five bands a show now, and you know it's going up. Plays in the millions.